Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Trainstation 2. Ich war den ganzen Tag nicht online, das letzte Mal gestern. Und die Herbstsaison ist beendet. Und wir schauen nun mal, was es gibt. Das bedeutet, wir haben jetzt auch eine Woche Zeit, um uns etwas zu entspannen vor der nächsten Saison, der Wintersaison, und eine Woche jetzt Zeit, sage ich mal, die Sachen alle wieder aufzuladen, das Lager aufzufüllen und so weiter und so fort. So, dann holen wir mal die Belohnung hier ab. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Lager zu leeren. So, das bedeutet, ich werde von allen Ressourcen, gerade von den großen Kupferdraht und so, erstmal gucken, dass ich 1000 ins Lager hole und dann mal schauen, wie viel ich noch Platz habe. Das schmeißen wir erstmal alles raus. Oh, das geht leider nur in 10er Schritten. Ich hole das alles einfach mal raus. Das ist wahrscheinlich für euch zu langweilig. Bis gleich. Okay, Lager ist jetzt soweit leer. Fast nochmal ein paar tausend rausgehauen. Jetzt geht es wieder ins Auffüllen. Upgraden kann ich aktuell gar nichts. Erstmal hier das Zeug holen. Ach, das hole ich mir nachher alles. Oder ich mach's schnell. So. Und jetzt geht's daran, das Lager wieder aufzufüllen. So, Schiffshandel ist auch da. Holz. Das hole ich mir hier aus dem... Da muss ich sowieso noch einiges holen. Dann schicke ich gleich die Züge mal los. Halt. Wir können jetzt ruhig für eine Stunde mieten hier den Kollegen. So. Okay. Genau, erstmal Schiffshandel erledigen. Mal gucken, ob wir hier noch was ausbauen können. Das Lager, das sieht momentan so aus, dass ich hier 35.440 Leute bräuchte, um zu upgraden, und aber 41.000 schon wieder habe. Das bedeutet, aber ich wollte mir das Gold erstmal sparen, weil ich bin ganz gut hingekommen jetzt zum Ende der Saison mit den Sachen, die ich da im Lager Platz hatte. So, hier, genau, hier brauchen wir auch Holz. Und hier brauchen wir noch Stahl. Okay, gut, das holen wir uns noch. Da holen wir noch einmal Holz. Und dann... So, okay, jetzt gucken wir mal. Okay, da muss man hier wieder was herstellen. Und hier habe ich jetzt... Von denen habe ich schon 1000, von denen 800. Okay, jetzt haben wir davon, jetzt mache ich davon 1000. Und dann schaue ich halt, wie es aussieht. Hier habe ich auch 1000, hier auch. Und dann schaue ich mal, wie voll das Lager ist, und mache das dann so, dass ich in etwa wenigstens von den Sachen, die so lange brauchen zu produzieren, mir noch einen ordentlichen Vorrat zulege. Habe ja noch ein paar Tage Zeit. So, ach hier, dieses komische Event ist wohl zu Ende hier. Mit diesen... Ah ne, Tetris. Tetris. Traintris. Gut, da spielen wir das gleich mal nebenbei noch mit. Okay, fangen wir an. Okay, das bauen wir hierher. Zack. Okay, jetzt gucken wir mal hier, wie können wir das drehen. Das bauen wir dann hierher. Dann drehen wir das und bauen das hier rein. Okay. Ah, das wäre schön, wenn... Ah, da hier haben wir da eins. So, da bauen wir das gleich hierher. Das kommt hierher.
Tun wir das hier her. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, naja, gut, voll werden wir es nicht kriegen hier. Das ist das nächste. Das kommt dann hier unten her. Ne, das nützt mir aber nichts. Hier ist ein Dreier. Warte mal, wenn ich hier einen Dreier hinbaue, dann kriegt man sogar 100% hin. Scheibenkleister. Das hier bräuchte ich, das bräuchte ich. Kriege ich nicht. Okay, kriege ich das irgendwie? Genau, ich kann doch hier dieses Ding raushauen und dann habe ich 100%. Zack. Jawohl. Gut, der kommt hierher. Den Vierer tun wir hier unten hin. Und den. Nee, kriegt man gar nicht hierher. Schade, ich dachte, ich kriege jetzt den hierher. Das wird aber nichts. Dann lege ich den hier unten hin. Den hierher. Ich den hierher mache, habe ich hier ein Loch. Da tue ich das Viereck hier rein. Und den. Wenn ich den hierher baue, dahin. Okay, dann habe ich hier. So. Okay, wenn ich den hierher baue. Ne, den muss ich irgendwie hier oben an die Kante bringen. Kriege ich nicht. So, hier kann ich es machen. Und dann kann ich den hier hierher bauen. Okay, jetzt sieht es schlecht aus. Den hierher. Oder warte mal. Den hierher. Und den hierher. Jawohl! Geht doch. Hätte ich fast übersehen. Die 100%. So. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Die erste Truhe. Fehlt mal das erste Ticket. Also normalerweise muss man da regelmäßig reingucken, um da wirklich richtig mitzuspielen, aber ich mache das einfach nur ein bisschen nebenbei. Gut. Was gibt es hier im Event Pass? Ah, okay, gut, das hole ich mir nachher ab, die Videos. Ups. Position 1. Truhensammler, okay. Dann machen wir weiter. Was macht denn eigentlich das Ding hier unten? Was macht denn das da unten? Ach so, okay. Was macht denn das? Muss ich mir nachher mal angucken. So, oh, das ist ein Teil, das hat man noch nie gehabt. Kommt das hierher? Und jetzt. Oh, das sieht blöd aus. Das jetzt hier. So. Das ist ja hässlich hier. Wo tue ich denn den hin? Dann mache ich mir das zu. Dann mache ich mir das zu.
Das wird auch nichts. Das ist ja doof. Das ist ja hässliches Ding. Ich glaube, das wird jetzt nichts werden hier. So hier. Und jetzt hier ein L rein. Habe ich keins, was passt. Das ist ja hässlich. So, das hier. Ja, mehr ist jetzt nicht drin hier. Also, jetzt nehme ich. Was macht denn das Ding hier? Ach, da kann ich das Teil da löschen. Okay, das ist interessant. Davon habe ich 12 Stück. Das muss ich mir merken. Das sind ja hässliche Teile hier. Kann ich nur hoffen, dass hier genau hier so lange es kommt. Das ist ja nicht schön. Ah, doch, das kann ich hier reinhauen. Nee, kann ich nicht. Das ist wieder zu kurz. Ah, da hau ich das hier hinten erstmal hier rein. Ist auch nicht optimal. Das Teil, das lösche ich jetzt mal hier. Und weg damit. Wenn ich das drehe, kommt das hier oben in die Ecke rein. Und das kann ich dann hierher tun. Dann kommt das gerade da oben. Aha. Das hier unten. Das hier. Viereck bräuchte ich. Das nützt mir hier gar nichts. Ein Viereck bräuchte ich. Wenn ich das hier drehe, wenn ich das Ding hier oben lösche. Ne, Quatsch, das hier ist löschen. Dann müsste ich das hier oben reinkriegen und das hier unten. Okay. Okay, spiele jetzt. Den aber mal hier unten her. Schon wieder so ein großes Teil hier. Das dahin. Dann drehe ich das mal, dann haue ich das hier in die Ecke. Das kommt dann hierher. Und wenn ich das drehe, kommt das hier oben rein. Kann ich das auch drehen? Nützt mir das was? Ja, da habe ich hier unten wieder ein Loch. Okay. Das kann ich hier oben reinschmeißen. Ja, ich wieso nicht? Jetzt war es irgendwie. Da lassen wir das mal weg. Das hierher und das gleiche unten hin und das Teil dann hier rein. Dann brauche ich ein langes für hier. Da mache ich das jetzt hier rein und hoffe, dass ich dann den Einzelnen noch bekomme.
das ist wieder so verkackt hier. Das ist wieder verkackt. Das ist wieder verkackt. Das nützt mir hier nichts. Da habe ich noch drei Ecken. Okay, dann ist das kein guter Container gewesen. Aber wir nehmen es halt mit. Schon wieder so ein hässliches großes Teil. Tue ich das hierher? So. Hier unten, da kommt dann das rein. Das kann ich drehen. Zack, zack. Also kommt das nächste dann hier rein. So, so war der Plan. Und jetzt kann ich das hierher schieben. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, jetzt ist es natürlich hässlich hier. Lösche ich das mal raus hier. Das ist gut. Okay, dann müssen wir hier. Oder ich lösche lieber das hier raus. Kann ich das hier reinschieben? Dann habe ich wenigstens noch einen 100% Container. Wer weiß, wenn ich die ganzen Dinger, die ganzen Hilfsmittel hier aufhebe, nützt mir das ja auch nichts. So. Ach, ist wieder so ein hässliches. Ah, ich weiß schon, wo ich das hässliche lange hin tue hier. Das kommt jetzt hier unten rein. So. Ah, ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Obwohl. Vielleicht doch nicht so schlecht gewesen. Das hier kommt weg. Und das kommt hier oben rein. Wir haben ja eh nicht mehr so viele Tickets. Dann lösche ich die beiden raus. Und hier kommt noch. Hä? Jetzt. Und hier kommt noch ein einzelnes hin. Dann haben wir wieder zwei goldene Boxen bekommen. So. Jetzt hole ich mir mal die Belohnung ab, weil das sind noch zwei Tickets. Bis gleich. So, da sind die beiden Tickets. Dann können wir noch mal starten. Ja, das ist gut. Die habe ich am wenigsten. Oh, das ist auch ein neues Teil. Und wieder so ein hässliches großes hier. Die Dinger müsste man löschen können hier.
So, wenn ich das jetzt hier reinmache, genau, dann kann ich das hierher machen. Jetzt sind nur noch solche da. Das hier brauche ich jetzt eigentlich. Weil das kann ich, das könnte ich hier rein machen. Dann mache ich das hierher. Ah, das ist nicht gut gelaufen. Es nützt mir jetzt nichts, glaube ich, wenn ich jetzt noch hier das lösche, dass ich hier einen Zweier reinnehme. Ich probiere es mal aus, wo die Reise hingeht. Und jetzt müsste ich eins löschen. Und dann noch einen einzelnen Punkt reinmachen. Dann haben wir wenigstens nochmal die 100% geschafft. Okay. Das ist dann als nächstes. Das kommt hierher. Das kommt hierher. Dann können wir das hierher tun. Zack. Okay, hier muss ich gucken, wie ich die Lücke dann rauskriege. Schon wieder so eins hier. Schiebe hier erstmal hier oben in der Ecke. Ja, das ist ein Viereck, bräuchte ich. Oder ich schiebe das hier rein. In der Hoffnung, dass ich dann eine Zweier bekomme. Da ist der Zweier, da kommt hier unten rein. Dann kann ich den oben rein machen. Okay. Jetzt habe ich wieder zwei einzelne. Wenn ich hier... Was ist denn das nächste dann? Das ist so eins. Die beiden müsste ich löschen. Dann habe ich hier voll. Genau. Ah ne, Quatsch. Oh, ich glaube, verballern wir halt die ganzen Dinger, weil ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt nicht, wie lang das Event noch läuft. Und dann haue ich hier das eine noch weg. Dann habe ich doch mal 100%. Jetzt sind meine ganzen Ressourcen verballert. Ach, ein Ticket habe ich ja noch. Ach, genau, so ein Löschding bekommen. Na gut, okay. Das, was ich am wenigsten brauche. Das hierher. Ja, das wird nicht gut werden jetzt hier. Halt. Hier rein. Das hierher. Ich lösche jetzt das Ding hier raus. Ach, das sind beides die gleichen auch noch. Okay.
Hier bräuchte ich das L. Hier geht es auch nicht her. Das sieht ja verkackt aus. Naja. Dann war's das. Seitdem ich krieg hier noch, kann noch eins löschen, aber das nützt mir nichts. Das nützt mir nichts. Na, dahin. Das hier rein. So. Das kommt dann hierher. Schmeiße ich das hier unten her. Das sieht nicht gut aus. Kann ich irgendwie noch optimieren? Nee, mehr wird's nicht. Also ich kann das jetzt noch hier reinschieben, aber. Och, das kann ich auch noch hier reinmachen. Aber das fehlt jetzt noch. Löschen kann ich nichts mehr. Nee, kaufe ich nicht. Quatsch. Pech gehabt. 98%. Das war's. Okay, so. Dann gucken wir mal, dass wir den Schiffscontainer holen. Jetzt fehlt mir Stahl. Halt, ich habe schon alles. Okay, dann hier oben kann ich was bauen. Hier fehlt mir Stahl, genau. Oh, das sieht ja aus, ja. 5.801.000, können wir bald denken. So, was ist denn jetzt hier noch? Warum ist denn da noch Pünktchen? Okay, was gibt es jetzt hier noch? Ah, hier gibt es noch mal Belohnung abzuholen. Und jetzt, liebe Leute, hol mir die goldene Lok. Da ist er. Meine allererste 100er Lok. So. Da ist er. Nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Das bedeutet, wir werden jetzt erst einmal gucken, wie viele Ressourcen wir haben. Und das Video, das holen wir uns noch schnell ab. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir mal beim nächsten Mal. Na? Okay. Das habe ich schon mal geholt. Das bedeutet, wir machen bis jetzt Schluss.
Und im nächsten Video, also die paar Sekunden warten wir jetzt noch ab, bis die Box hier da ist, bis die Züge wieder da sind. Und dann beim nächsten Mal werden wir die Lok ausbauen, die 100er. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den Ressourcen, die wir haben. 772 Teile haben wir. Ich habe immer mal ein paar gekauft mit Diamanten, wenn es da welche im Angebot gab. Was sagt das Lager? Ach du grüne Leute, da kann ich ja noch einen Haufen Zeug reinhauen. Da kann ich die noch reintun. Na, mal gucken. Das gucke ich mir die Woche noch an. Jetzt bauen wir erstmal noch das Lager aus hier. Ne, bauen wir nicht aus. Machen wir beim nächsten Mal. Ich mache gleich das nächste Video im Anschluss. Und dann geht's weiter. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.